So, soll das mal schneller gehen. Kohle rein, ist ja nicht so das Problem. Gut, das heißt, ihr könnt jetzt wieder dazu gemacht werden. Ihr könnt auch wieder dazu gemacht werden. Jetzt müsste es geschwindigkeitsmäßig aufgehen. Und ich muss mir eine andere Stelle suchen, wo ich das leicht verballern kann. So, Türme wollte ich weiter bauen. Oh, davon 20 Stück. Wird eine Weile dauern, ne? So, du da oben hast keinen Brennstoff. Es ist unpraktisch, weil wir haben keinen Brennstoff. Dann fordere doch einfach mal. Mach eine verdammte Kiste hier hin. So, und du hättest gerne Brennstoffblöcke. Damit ich das ja auch mal machen muss. Hast du noch genug dreckiges Erz? Ein bisschen, ja. Gut, das läuft. Achso, die Vernichtungsanlage soll ich regelmäßig auch mal machen. Weil dieses Grisselpulverzeug da staut sich sonst wieder im System. Sollte aber okay sein. Wir haben inzwischen 5. Achso, da habe ich keine angefordert. Wie viele Dinger haben wir da jetzt drin? 49. Okay. Ich denke, wir haben genug Munition fürs Erste. Machen wir hier zu. Alter Schwede. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Munition für dieses Gewehr, selbst im Ultra-High-End-Bereich. Schick, schick, schick. Und wir haben mehr Schilde und überhaupt. Fusionsreaktor wird knapp werden. Aber ich gehe jetzt mal irgendwo hin und mache Dinge kaputt. Aber eigentlich irgendwo hin, wo wir keinen Smog produzieren. Aber wir müssen durchgehend angegriffen werden. Weil das meine Variante ist, wie ich an Alien-Artefakt komme. Gibt ja auch andere, aber die fand ich nicht so toll. Oder zu einfach. Das ist für mich so das Bessere. So, die Basis ist etwas außerhalb. Und ist, wow, ist ziemlich groß. Wir haben nicht genug. Was sind die Dinger? Davon. Wir haben nicht genug Kohle. Okay, brauch schnell Kohle ab. Lalala. Ja, hier. Zwei Könige sind schon mal hinterher. Das ist ein riesiges Kohlefeld. Achso, die kurz abbrechen, um die Dinger zu bauen. Oh. Okay. Ich bin nicht so unsterblich, wie ich dachte. Bei weitem nicht. Bald weg. Kommt mal damit. Wir haben fast nichts davon trifft. Das sind schon 4 Könige. Ja, okay, vielleicht auch den kulischen Mord wegmachen. So, Schilder holen sich. Definitiv nicht genug Strom. Gehen wir hier unten. Sehe ich auch nichts mehr. Hoffen wir, dass keine neuen Könige dazu gekommen sind. Doch sind's. Ein Spawner habe ich gekillt. Yay. Lauf, 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 mach die langsam. Ganz, ganz anders vorgestellt. Es werden immer mehr Könige. Ja, so klappt das nicht. Lauf nach Hause, lauf nach Hause, lauf nach Hause. Zwischen den Basen durch, dass du nicht ein drittes Mal die Könige einsackst. So. Wahrscheinlich triggern jetzt diese ganzen Viecher den dritten Angriff von der unteren Basis. Kommst du her?
Ja, jetzt mit dem ganzen Schwung nach Hause. Das könnte interessant werden. Sogar die Königin zu knacken mit unseren paar Türmen, die wir damals haben. Gut. Lauf, 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 lauf. Oh, komm. Ja. Die Basis habe ich übersehen. Die uns durchgehend angreift. Die ich nicht zerstören wollte. Die wäre einfach gewesen. Lauf, 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 lauf. So. Ihr dürft anfangen zu schießen. Danke. Ah, doch. Also den kleinen Kram. Kein Problem. Die vier Könige oder was auch immer sind. Die inzwischen auch ganz schön schnell geworden sind. Die waren früher definitiv langsamer. Und es waren mehr als vier. Na ganz nah ran. Jo. So, kommt mal hier so ein paar Schritte weiter links. Das wäre ganz nett. Mhm. Okay. So, bitte alles einsammeln. Ich gehe runter, hole die Alien-Fakte, baue damit den zweiten Reaktor und dann sollte das ein bisschen besser klappen. Und ich hätte gerne Kohle. So. Wenn ich die wieder bauen kann. Machen doch einen riesigen Unterschied. So, das bitte aufstufen. Das auch. Das aufstufen. Das auch. Und jetzt die Maschine erstmal erholen lassen. So, ja, hier sind welche. Sehr gut. Her damit, her damit, her damit. Und bitte einen Reaktor bauen. Schön, 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 schön. Sturm. Boah, ist das viel Puffer. Aber wir brauchen ja auch immer mehr. Das ist okay. Kauf mal bitte. Wir haben keine. Schade. Na gut, den Stuf bitte auf das Tool. Irgendwann werden wir auf 600 kommen. Oder auch nicht. So. Zu. Der Reaktor ist schon fertig. Blub. Sehr gut. Dann bau bitte als nächstes. Du brauchst ein Bronze-Topaz. Was? Bronze-Topaz-Laserturm? Hä? Ach da. Raw-Topaz fehlt. Wir haben nicht genug Raw-Topaz. Da ist Raw-Topaz. Achso, weil die Kisten voll sind. Okay, gib mir mal alle blauen. Dann schmeiße ich die blauen alle hier rein. Gib mir alle roten. Dann schmeiße ich die roten hier rein. Dann müssten wir auch wieder an Topase kommen. Raw Amethyst? Moment mal. Amethyst haben wir gar nicht. Amethyst kann wieder rein. Diamanten haben wir noch nicht in der Verarbeitung. Bräuchten wir noch irgendwann. So, jetzt kann ich hier aber, genau, baue Türme. So, wird es langsam hell. Ich würde gerne einen neuen Versuch starten. Stopp. Ich würde gerne einen neuen Versuch starten, nachdem ich die 20 Dinger da gebaut habe. Dann kann ich die Türme bauen. Könnten theoretisch... Ne, könnten wir nicht einen dritten Reaktor doch hier rein. Aber ich glaube, zwei Reaktoren sollten jetzt fast reichen, um die Schilde auszugleichen. Das bitte einsammeln. Ah, ich habe die stinkig gemacht, ha? Sehr gut. So, die Basis da oben wieder in Ruhe lassen. Warum habe ich jetzt eigentlich genau die Gehhilfen nicht erforscht? Gucken wir dann. So, lauf mal hier rein. Oh, nee.
die reichen nicht. Die reichen nicht, um die Schilde durchgehend einfach voll aufzuladen. Ein Spawner weg. Zwei Spawner weg. Vier fast weg. Gut. Das regnet, das ist super für unseren Strom. Oh, nee. Unser Körper wurde zerstört. Ja, stimmt. Was ist jetzt mit dem Körper? Wie machen wir jetzt weiter mit dem Curse-Ding? Gar nicht. Ach so. Forder mal diesen Inkubator da an. Und den haben wir irgendwo, das weiß ich noch. Den hat man mal gebaut. Da war er gerade. Den stellen wir jetzt mal irgendwo hin. Und gucken, ob das da hilft. Also hier, wo es eh schon so ein bisschen komisch aufgebaut ist, alles. Da. Setz dich da hin. Brauchst 5000 Blut und ein Cursed Heart. Okay, dann tun wir dich lieber in die Nähe von den Bluttanks. 2400 wären hier drin. 2500 da. Reicht nicht. Okay, wir brauchen... Wir brauchen diese Bluttanks da. Die setzen wir jetzt irgendwo hier oben zwischen. Bluttanks. Noch keiner fertig, ne? Nee, brauchen wir schon länger. Also hier zwischen. Und den lassen wir nach unten laufen. Tim. So. Dass das hier auch einigermaßen einheitlich ist. Gut. Und aufstufen. So, Bluttank. Tu mal einen Bluttank hier nicht mittig hin, weil es nicht mittig geht. Und geh von hier aus unterirdisch. Die Frage, welcher kommt davon am weitesten? Tungsten vielleicht? Machen wir Tungsten. Eigentlich wäre es schick, wenn wir noch einen Slot mehr Platz hätten. Könnten wir alle miteinander verbinden. Aber gut, gucken wir mal. Runter. Kommst ziemlich weit. Aber hier ist leider unsere Replicator-Anlage. Das ist nicht gut. Die werden eh zu weit oben erschossen. Da kommt der Bluttank gar nicht hin. Okay, Fische dann, ha? Huh? Das soll ja die große andere Möglichkeit sein, wie man das herstellt. Cursed Blood Potion braucht ein Heart. Ein Heart braucht... Achso. Einfach nur Blut in der Fabrik. Okay. Dann mach einfach mal eine Fabrik hier neben. Und du stellst ein Herz her. Tee. Gehhilfe. Go. Da. Jetzt werden Herzen hergestellt. Und wie teste ich einen Inkubator, außer durch Sterben? Nimm mal mit. Soll ich jetzt komplett alles da verarbeiten lassen? Braucht für den Inkubator auch recht viel Blut. Achso, wir können aus den Herzen jetzt wieder Blut machen. Yeah, okay. Cursed Generator. Braucht 20 E-Artefakte. Maximum Output minus 13 kW. Können Blutbäume anpflanzen. Da wäre eine Leiche. 5000 Blut.
Ist mir alles noch sehr suspekt bei dem Mod. So, bau, bau. Jetzt erstmal hör mal auf, das da reinzupumpen. So. Dich haben wir fertig, das ist gut. Wir hätten ganz gerne... wo ist der bessere Generator? Bist du das? Ja, das bist du. Go. So, Inkubator. Setz dich mal dahin. Wie schließen wir hier? Achso. Wo kommt die Leiche dann hin? Was machen wir damit? Hm. Na gut, hier einmal anschließen bitte und hier eine Verbindung nach oben. So. Wird jetzt wahrscheinlich nicht reichen. Da fehlen irgendwie 300 Blut oder so. Aber das kriegen wir später bestimmt auch noch. Wir könnten so einen Tank auch draußen hinstellen. Also da, wo die Gegner wirklich sterben. Die Frage ist nur, ob die angegriffen werden, die Tanks. Nu, weg, weg. Also einfach hier irgendwo. Haben nur 500 Lebenspunkte. Ich teste einfach mal. Kosten nicht so viel. Baue einfach mal da einen hin. Und einen baue ich jetzt hier hin in der Hoffnung, dass sie doch vielleicht größere Reichweite haben, als ich dachte. Dahin. So. Ja, du zum Beispiel kommst ganz schön nah ran. Aber das Blut wird nicht nach da ganz oben gesaugt. Wir brauchen noch einen Tank für hier unten. Okay. Einsammeln bitte. Das war jetzt unklug. Roboport. Da. Strom, ja, so. Das da jetzt auch noch. Und ich hätte gerne die besten Roboports. So, Dreier haben wir nicht, Zweier. So. Ja, jetzt nochmal sterben, ungünstig und so. Warte ich hier, bis die Tanks da sind. Wobei das echt ein Fehler von mir war, ich hätte die Richtung nicht ändern sollen. Müssen wir dann gucken. Ich glaube, ich lasse lieber weiter hier aufstufen, warte, bis die besseren Fusionsreaktoren da sind, bau die dann. Wenn ich mir wirklich sicher bin, dass die Reaktoren durchgehend alle Schilder aufstufen können, dann ziehe ich nochmal los. Vielleicht auch erst, wenn ich bessere Schilder habe, die können wir auch noch aufstufen. So, Gehhilfe. Da, braucht 30 rote, schieß mich tot. Die da. Und 10 grüne Chips. 10 grüne Chips. Noch ein bisschen mehr. So. Brup, 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 brup. Zack, Gehhilfe. Die verbraucht allerdings auch ziemlich viel Strom. Deswegen ist es wichtig, dass wir damit fertig werden. Mit dem Fusionsreaktor. Aber wir kommen dann wenigstens weg von den Viechern. Also nimm raus. Nimm raus. Hab ich den etwa nicht reingetan? Achso, weil ich gestorben bin. Ja, okay, alles gut. Du dahin. Wie viel verbrauchst du? Du verbrauchst 200. Du stellst her 750. Wir sind bei 1500 minus 200, 1300. Wie viel macht ein Schild? 360. Ja, es geht definitiv nicht auf. Mal so.
Wie viel macht der nächste Fusionsreaktor? Der macht 1200 Kilowatt. Also doppelt so viel. Was? 1200? Ja, nicht ganz doppelt so viel. Aber ordentlich. Das ist okay. Ja, ist okay.